hat die Zauberei immer fasziniert, eigentlich seit ich denken kann. Ich habe den ersten Zauberer im Kindergarten gesehen und das hat mich fasziniert und bis heute gefesselt. Die einen oder anderen haben es vielleicht bereits vermutet, wir Zauberer nutzen das Mittel der Ablenkung. Also bitte achten Sie auf keinen Fall auf Salz. Die Zauberei passiert lediglich mit dem Zauberstab. Los geht's. Ich werfe das Zaubersalz einmal hoch und schon ist es gesprungen. Ja, also nicht das Salz, sondern das Ende vom Zauberstab. Ach so, an Ihrem Applaus zu urteilen, merke ich, Sie haben doch auf Salz geachtet. Jetzt sieht es wieder nach Zauberstab aus und jetzt hat sich das Salz verwandelt. Sehen Sie das? Ja, das Salz hat sich in ein Tuch verwandelt. Und das, was Sie gerade noch genauestens gesehen haben, ist jetzt komplett verschwunden. Ja, kein Zier mehr. Und übrigens, der Zauberstab hat sich schon wieder verwandelt. Achso, haben Sie auf Salz geachtet? Ja, das tut mir leid. Jetzt haben Sie vielleicht auf den Zauberstab geachtet, dann haben Sie nicht gesehen, dass hier noch ein Glas erschienen ist. Und da stoße ich an und heiße Sie alle herzlich willkommen. Also ich liebe die sogenannten Klassiker der Zauberei. Mich fasziniert eben, dass es heute möglich ist, die Leute mit ganz ähnlichen Kunststücken wie vor 100 Jahren zu faszinieren, verblüffen. Finde alte Kunststücke, die man vielleicht in ein modernes Gewand packen kann. Die Leute sollen lachen und staunen gleichzeitig. Wenn ich nämlich dieses Glas mit der Röhre bedecke, einmal schnipse, wird aus dem Glas eine Flasche. Wenn ich jetzt diese Flasche mit der Röhre bedecke, einmal schnipse, wird daraus ein Glas. Wenn Sie mich fragen, wie das geht, ganz einfach, man braucht eine extra Flasche. So, ja, es gibt Zauberer, ja, die führen das Ganze ohne Gläser vor, ja, die trinken aus der Flasche. Oder andere Zauberer, ja. Andere Zauberer nehmen zwei Gläser, ist nämlich dann viel gemütlicher. So, wie das funktioniert, ganz einfach, man braucht eine extra Flasche. Ich kann den Flaschentrick nicht glauben, aber ich habe gerade entschieden, dass ich zu der Gruppe gehöre, die über nicht drüber nachdenkt, wie es geht. Weil es so faszinierend ist, man staunt die ganze Zeit und ist total fasziniert, was da passiert und was da vor einem sich auftut, ohne dass man es versteht. Also was ich super finde, ist die Art, wie er präsentiert. Das ist schon 1A. Also da ist man schon unterhalten, ohne dass er überhaupt was gemacht hat. Und diese ganz alten Tricks wie den Eierbeutel ist so perfekt, wie ich es wirklich, ich bin selber Zauberer, noch nie gesehen habe. Ich wollte eigentlich auch schon immer ganz gerne Zauberer werden, so bin es aber nicht. Also von daher war ich natürlich sehr gespannt und sehr aufgeregt, plötzlich einem leibhaftigen Magier zu begegnen. Am meisten überrascht mich eigentlich, dass Clemens gar nicht diese Distanz aufbaut, die ich gewöhnt bin zwischen Zauberer und Publikum, sondern die Leute so mit einbezieht und sie diese Materialien auch tatsächlich anfassen lässt. Und durch diese Nähe ist das für mich noch viel überzeugender. Es gab in diesem ganzen Kartenkunststück nie ein Kartenspiel. What? Halten Sie noch ein Kartenspiel? Ich würde es annehmen. Dann schauen Sie mal nach. Pech, ja. Ganz toll. Und vor allem, weil es so eine feine Magie ist. Vor allem begeistert mich die Möglichkeit, die ich habe, nämlich auch in der heutigen Zeit, wo alles so modern ist, wir können alles mit Computern, Technik, alles ist digitalisiert, nichts ist unmöglich sozusagen, aber mit der Zauberei kann ich trotzdem wieder Augenblicke kreieren, die für das Publikum komplett unerklärlich sind.